Herzlich willkommen zu meinen Falltutorials. Heute würde ich dir gerne zeigen, wie du aus einem 20-Euro-Schein einen Schmetterling falten kannst. Falte den Geldschein quer aufeinander. Dann öffnest du diese Faltung wieder. Du hast dir soeben eine Hilfslinie gefaltet. Nun faltest du den Geldschein senkrecht aufeinander. Falte nun die unteren beiden Ecken zur vorhin gefalteten Hilfslinie zusammen. Nun öffnest du den gesamten Geldschein wieder. Du hast dir jetzt hier mehrere Hilfslinien gefaltet. Knicke nun an der oberen Linie den Geldschein nach links um, um die Faltung zu verstärken. Wiederhole das auch für die andere Seite. Öffne den Geldschein wieder. Ich verstärke das hier nochmal. Nun kannst du den Geldschein auf beiden Seiten hier eindrücken und zu einer Pfeilspitze falten. Jetzt sollte dein Geldschein so aussehen. Leg ihn jetzt quer vor dich hin und falte die oberste Schicht einmal auf die andere Seite um. Nun drehst du den Geldschein um. Und wiederholst auch dasselbe für diese Seite. Das heißt, du faltest die obere Schicht einmal auf die andere Seite um. Drehst du den Geldschein? Nimmst die obere Schicht vom Geldschein und klappst sie so bis zur Mittellinie um. Und dann wiederholst du dasselbe für die andere Seite. Jetzt kannst du hier oben diese Spitze zu einem Dreieck nach innen umfalten. Öffne die letzte Faltung wieder. Und öffne nun auch die beiden Flügelchen so, dass sie zur Hälfte nach oben stehen. Jetzt fährst du mit dem Finger hier in diese Lasche rein. Und klappst sie so ein bisschen nach oben. Halte das hier vorne mit dem Finger fest und streiche das glatt, sodass du hier so ein Rechteck hast. Drücke jetzt beide Flügelchen auf der Seite nach unten. Klappe jetzt an der obersten Schicht deines Geldscheins Flügelchen nach außen. Orientieren kannst du dich dabei an der Hilfslinie, die du vorhin gefaltet hast.
Nimm jetzt hier die linke Seite deines Scheins und falte diese aufeinander. Ich zeige dir hier jetzt noch mal kurz, wie das aussehen soll. Ich habe das hier einfach aufeinander geklappt. Jetzt wiederholst du das für die andere Seite. Also hier deinen Finger reinstecken und dann oben zusammendrücken. Jetzt erkennt man schon sehr gut die Form des Schmetterlings. Dreh deinen Geldschein jetzt um. Und klapp hier den oberen Teil dieser Spitze nach oben um. Dann klappst du das wieder zurück. Jetzt faltest du diesen äußeren Teil hin zur Mittellinie. Und drückst es fest und lässt es oben aber ein bisschen nach außen hin offen stehen. Dasselbe wiederholst du dann auch für die andere Seite. Hier so ein Stück weit glatt streichen und den oberen Teil aber so offen stehen lassen. Jetzt biegst du hier diesen oberen Teil so schräg nach unten um und streichst das Ganze fast bis oben hin glatt. Drückst dann hier diese Spitze so ein bisschen ein. Dasselbe wiederholst du dann auch wieder für die andere Seite. Ein Stück weit umbiegen. Die Spitze reindrücken und leicht zusammendrücken. Jetzt klappst du hier diese Spitze wieder nach oben. Und klappst dann diese äußere Spitze hier bis zur Mittellinie um. Dasselbe machst du dann auch mit der anderen äußeren Spitze. Mach die beiden Faltungen wieder rückgängig. Drücke hier oben mit deinem Finger den Geldschein zusammen, sodass du den unteren Teil darüber falten kannst.
Dasselbe wiederholst du mit der anderen Seite. Hier wieder oben reindrücken. Und dann den unteren Teil drüber falten. Ich finde, eigentlich lässt sich der Schmetterling jetzt schon schön so sehen. Wir machen jetzt aber noch ein bisschen einen Feinschliff an den Flügeln. Nimm den linken Flügel und klapp ihn hier zusammen. Und falte ihn dann ein ganz kleines Stückchen übereinander. Wiederhole das dann noch mit dem rechten Flügel. Hier wieder zusammendrücken. Und dann so ein kleines Stück übereinander falten. Drehst du den Schmetterling um und faltest jetzt noch die Flügel hier außen ein bisschen um, so ganz minimal. Ich mache das an der einen Seite jetzt erstmal grob. Mach das jetzt auch noch für den anderen Flügel. Einfacher ist es, wenn man den Flügel wieder so ein bisschen glatt zieht. Dann kann man den Rand ganz gut ein Stück weit umklappen. Mach das hier drüben jetzt auch noch mal ein bisschen schöner. Und fertig ist dein Schmetterling. Wenn dir die Anleitung gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Auf meinem Kanal findest du auch noch viele weitere tolle Faltanleitungsvideos. Bis zum nächsten Mal.